Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships in den Gewerteten. Es geht weiter mit Amino. In einer wahrscheinlich sehr interessanten Runde, die, wenn ich nicht aufpasse, ganz schnell vorbei sein kann. Zweimal Radar ist halt so eine Sache. Und kein DD, deswegen ist Spotting auch so eine Sache. Bin ich jetzt echt mal gespannt, was wir daraus machen. Stalingrad hat 12 Kilometer, Worcester glaube ich 9. Warte so. Ich glaube, die 10 Kilometer hat ja nur die Desmo gehabt. Ich glaube, so weit ging es bei der Worcester nicht. Aber hat auch eine sehr interessante Ballerbude. Da würde ich mir tatsächlich hinaus. Eine gute Idee, da muss ich mir das mal anschauen, wie das mit den neuen Kapitänskills so mit der Worcester aussieht. Denn ja, die Smolensk gefällt mir tatsächlich gar nicht mehr. Weniger Brand. Chance. Glaube ich zumindest. Ich glaube, der Sprengmeister vorher war ja mehr wie 1%, oder? Ich glaube ja. Auf jeden Fall deutlich weniger Reichweite. Das ist das, was mich halt sehr stört. Denn jetzt eine ähnliche Reichweite wie die Mino. Aber die Mino ist halt von vornherein drauf ausgelegt. Den besseren. Ich hab mich verskillt. Ich wollte gerade sagen, den besseren Tarnwert. Babe nochmal umgeskillt. In der letzten Folge halt. Nochmal ein bisschen Flak-Damage dazu. Ah, da hat jetzt ein bisschen missgebaut. Denn jetzt bin ich ja nicht mehr bei 9,1. Sondern bei 10,1. Das ist nicht so geil. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, halt auch 10 Kilometer Torps halt, ne? Mit den Einzeltorps. Schöner Schussbogen. Das macht mir halt echt viel, viel mehr Spaß. 20 mal selbst hier rüberkommen, ne? Mino ist halt einfach nur ein tolles Schiff. Kann man ja anders sagen. Auch nicht leicht zu spielen, klar. Hier kann jeder Fahrfehler dein letzter gewesen sein. Aber gerade das ist ja unter anderem auch das, warum das Schiff so viel Spaß macht. So diese Herausforderung, halt was Schwieriges zu spielen und du wirst halt belohnt mit so einem Hageln an Granaten. Das ist halt echt cool. Nice Stealth-Schuss. Ich war auf jeden Fall nicht offen. Er hat nach Karte geschossen. Wurde mich fast komplett rausgenommen. Was? Jetzt bin ich offen und zurück. Klingt Problemchen. Wow. Erstmal hier unsichtbar werden. Das hat mal wehgetan. Das war bestimmt die Musashi, ja. Respekt. Das war eine Respektschelle, wenn du so willst. So. Tja, wollen wir jetzt einfach mal ein Bier reinfahren? Ja, da wird mich die Worcester mit dem Radar treffen. Das wäre natürlich nicht so cool. Ah, Stalingrad ist ja schon fast short war, aber wer soll die jetzt nochmal da aufmachen? Eigentlich muss ich das machen. Aber ich traue es mir gerade ehrlich gesagt auch nicht. Kurfürst ist von denen AFK. Ich den irgendwie, ne, krieg nicht hin, ne? Wenn ich zugehe oder unsichtbar bleibe, dann wird der auch. Mal schauen. Hab ich hier irgendwas geballert? Ah, ein bisschen rückwärts vor mir, ein bisschen vorwärts. Aber
Aber so geht die Stalingrad halt wieder aus. In der Hoffnung, dass die jetzt auch tot geht. Aber wisst ihr was? Wir versuchen jetzt einfach mal über Karte jetzt weiter zu schießen. Aber ich glaube, wenn ich ihn nicht mehr markiert habe, den Kurfürsten, dann tritt er auch nicht mehr, oder? Wieso ist der jetzt eigentlich noch offen? Ich meine nicht, dass es mich stören würde, aber... Ich bin doch der Einzige, der den auffällt, oder? Okay. Das ist ja interessant. Ach, der fährt jetzt. Also, die sehe ich auch relativ spät. Aber wer hält den jetzt noch auf? Egal. Hauptsache, wir machen ein bisschen Free Damage. Oder fährt du einfach nur geradeaus und tot oder was? Was ist ein Geballer, ey? So, Stalingrad konnte sich wieder ordentlich hochheilen. Das ist nicht so geil. Die könnte jetzt auch mal sterben, ne? Das wäre schon cool. Top-Treffer, jawohl. Abroller, ey. Oh, fuck. Sick, wir haben nicht aufgepasst. Oh, ich bin aber unkonzentriert gerade. Unkonzentriert fahren mit der Mino ist halt scheiße. Das ist jetzt definitiv auch mein Untergang gewesen. Oh, ich konnte nicht richtig zielen. Ich war gerade irgendwie... Brauche einen Kaffee. Das ist der Zeitpunkt, wenn man definitiv einen Kaffee braucht. Ach, schade. Sorry für Team. Oh, ich jetzt echt Mist gebaut. Aber irgendwie macht das... Jawohl, was macht denn die Brindisi da ganz unten? Oh je. Ach, ärgerlich. Team macht halt auch nicht wirklich was. Hey, 120.000 Schaden ist jetzt nicht ganz schlimm, ne? Punkt eingenommen, 120.000 Schaden ist okay. Aber es hätte viel, 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 viel mehr sein können. Und vor allem auch der Stalingrad hätte tot sein müssen. Ich hab's verkackt. Ganz eindeutig. Ich hab's verkackt. Aber das passiert, das gehört dazu. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.